Ich sehe im Kampfring einen Mann, der sich selbst als dieser Dick bezeichnet und sich damit natürlich auf den Phallus bezieht. Er glaubt und behauptet, ein großer Mann zu sein, einer der größten überhaupt, ist aber in Wirklichkeit sehr klein. Dieser Ringer steht stellvertretend für das falsche Selbstvertrauen der Menschheit und der Menschheit, da die Menschen sich selbst einreden, sie seien Riesen, wissentlich nichts vom Schrecken, der wahren Ungeheuerlichkeit des Universums und seiner Gleichgültigkeit gegenüber der Existenz des Individuums. Scheitern ist unvermeidlich und Siege sind bedeutungslos.